Am 28.10. wurden wir in Berlin ab 6 Uhr früh aus den Betten heraus von der Polizei verhaftet. Nur dürftig bekleidet und mit ein paar Mark habe ich Deutschland verlassen müssen. Deutschland, das Land, in dem der Geiger Max Karp aufgewachsen ist, für das er als Soldat im Ersten Weltkrieg kämpfte. Doch weil er Jude ist und einen polnischen Pass hat, wird er 1938 zwangsausgewiesen. Siegfried Jaffe ist erst 15, als er und sein Vater abgeschoben werden, aufgrund der sogenannten Ausländerpolizeiverordnung. Sie werden aufgefordert, das Reichsgebiet binnen 24 Stunden zu verlassen. An diesem Tag verloren wir alles, was wir gehabt haben. Unser altes Leben, unser Heim und unsere Familie. Insgesamt verschleppen die Nationalsozialisten zwischen dem 28. und 29. Oktober 1938 17.000 Juden und Jüdinnen. Sie nennen das Polenaktion. Auch der junge Marcel Reich-Ranicki wird gewaltsam aus seinem Leben in Deutschland herausgerissen. Wohin der Zug fuhr, sagte man uns nicht. Doch bald war klar, dass die Fahrt in Richtung Osten ging, also zur polnischen Grenze. Wir froren, denn die Waggons waren nicht geheizt. Ihre Habe tragen sie am Leib. Das sind ihre Kleider und 10 Reichsmark. Mehr ist nicht erlaubt. So werden sie ausgesetzt im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Auch Gerhard Klein, damals gerade volljährig, ist darunter. Erst Jahrzehnte später kann er über das Erlebte reden. Und von dort sind wir in einer Kolonne marschiert. Es war ja schon dunkel, Nacht. Und wurden unter Bewachung von Polizei mit Gewehren zum sogenannten Niemandsland gebracht. Und dort haben sie uns gesagt, und ihr marschiert jetzt weiter und wer sich umdreht oder zurückkommt, da wird von der Waffe Gebrauch gemacht. Heimatlos im Nirgendwo. Tausende, die nicht wissen, wohin. Hin und wieder wurden wir von kleinen Scheinwerfern beleuchtet, damit sich auch keiner verkrümeln konnte. Ein bestimmtes Marschtempo musste von uns eingehalten werden. Es war schon mehr eine Treibjagd. Ich erhielt Schläge mit dem Gewehrkolben, vor allem über den Kopf, und fing an zu bluten und wurde von meinem Vater und Freunden mitgeschleppt, denn keiner wollte von seinen Angehörigen getrennt werden. Die Menschen sind verzweifelt, aus Deutschland verjagt, weil sie Juden mit polnischem Pass sind und in Polen nicht willkommen. Die polnischen Grenzbeamten völlig überfordert. Die haben sofort gesagt, Stoi, halt! Hier geht's nicht weiter und wir hatten große Schwierigkeiten, überhaupt nach Polen reinzukommen, weil sie wollten uns, obwohl wir polnische Staatsbürger waren, sozusagen, waren sie überrascht. Gerhard Klein schildert all das 3 Jahre vor seinem Tod. Erst da erfährt die Tochter von seinem Schicksal. Als Kinder, meine Schwester und ich, spürten wir sehr, sehr schnell und auch als wir sehr jung waren, dass die Vergangenheit besser nicht angerührt wird. Und dann kam 1996 die Initiative von Steven Spielberg mit dem Shoah-Interviews von der Shoah Foundation. Und da habe ich persönlich zum allerersten Mal den Begriff Polenaktion gehört und dann natürlich auch die persönlichen Erlebnisse meines Vaters. Und das fand ich extrem bewegend. Ihr Vater wuchs in Berlin auf, erzählt sie uns, war ein Kinderstar auf den Theaterbühnen. Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernehmen, darf er dort nicht mehr spielen. Der Alltag wird schwer erträglich. Und dann wird Gerhard Klein mit seinem Bruder und seinem Vater am 28. Oktober 1938 in ihrer Wohnung verhaftet und abgeschoben. Er ist ja erstaunlicherweise von dieser Polenaktion nur deshalb betroffen gewesen, weil er einen polnischen Vater hatte, der auch immer noch einen polnischen Pass hatte. Denn eigentlich hatte er mit Polen überhaupt nichts zu tun. Also er war, weder wurde polnisch gesprochen, noch war er jemals in Polen gewesen. Also das war ja überhaupt völlig willkürlich.
Nur mit dem Notwendigsten bekleidet, wird Gerhard Klein, gerade volljährig, mit Vater und Bruder über die Grenze transportiert. Mit tausenden Jüdinnen und Juden stehen sie plötzlich am polnischen Bahnhof Spongin. In Spongin, in dem haben 4.500 Menschen gewohnt. Und dort kommen dann an einem sehr kalten, nassen Oktoberwochenende 1938 8.500 Menschen an, die fast ohne Gepäck sind, die nach einem strapaziösen Marsch dort angekommen sind, nass geregnet, desolat, erschöpft, verzweifelt. Und es fehlt jegliche Infrastruktur, sich um sie zu kümmern. Auch Leo Adler wird in Berlin aus seinem Leben gerissen. Mit seiner Frau Sabina und den Kindern lebt er wohlbehütet in einer großen Wohnung in Kreuzberg bis zu jenem Tag. Seine Tochter Rita Adler, heute fast 90, ist wie ihr Mann Simon eine der noch wenigen lebenden Zeitzeugen. Damals geht sie zur Grundschule. Ich kann mich erinnern, die Polizei kam in der Nacht, aber die waren nicht zu Hause. Am nächsten Morgen ist mein Vater mit meinem Bruder haben sich gestellt zur Polizei. Und dann wurden sie abgeschoben nach Spongin. Die Familie hat einen Pelzwarenhandel in Berlin. Nach der Abschiebung bleibt die Mutter mit Rita und ihrem anderen Bruder zurück. Doch schon Monate später zwingen die Nazis auch den Rest der Familie zur Ausreise. Im polnischen Spongin trifft sich die ganze Familie ein letztes Mal. Meine Mutter hat versucht zu liquidieren, das Geschäft und die Wohnung und alles. Aber wir sind erst im März, glaube ich, sind wir, meine Mutter, mein anderer Bruder und ich, sind wir nach Polen über die Grenze gegangen. Ich war froh, meinen Vater zu sehen. Ja, das war das letzte Familienbild, ja. Ritas Vater Leo wird wenige Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen von einem SS-Kommando erschossen. Der restlichen Familie gelingt die Flucht. 80 Jahre später stehen die Nachfahren dort, wo Leo Adler und seine Familie vor der Zwangsdeportation lebte. Berlin, Prinzenstraße 73. Der Enkelsohn trägt nicht nur seinen Namen. Das ist sein Ring. Den hat er seiner Frau gegeben, bevor sie getrennt wurden. Falls sie jemanden bestechen muss, etwas kaufen, was immer sie tun mussten. Glücklicherweise konnte sie ihn behalten. Als ich 30 wurde, habe ich ihn empfangen. Ein Gedenkstein markiert diesen Ort. 2015 wurde der Stolperstein hier verlegt. Eine Verbindung nach Deutschland, die zwiespältig bleibt. Es gibt keinen Grabstein. Dieser Stein ist das Naheste, was wir von ihm haben. Es ist der Platz, wo wir unsere Kinder hinbringen, damit sie das sehen. Es ist sehr bewegend. Wir weinen, wenn wir kommen. Aber wir haben immerhin etwas hier. Enkel, Ur- und Ururenkelinnen. Die Familie mit der fünften Generation nach der Ermordung von Leo Adler. Die Angehörigen auf dem Weg zur Gedenkfeier in Spongin. Auch Leo Adlers Enkelin Ellen aus den USA ist gekommen. Die Spurensuche nach dem Großvater eint die Familie. Sie kommen aus der ganzen Welt. Enkel Leo ist aus Kanada angereist. Cousin und Cousine tauschen Erinnerungen aus. Leo Adler und seine Frau Sabina hatten zahlreiche Verwandte in Berlin. Im Hotel Adlon feierte die Familie große Feste. Das jähe Ende durch die Nazis schmerzt bis heute. Ich denke an meinen Großvater, wie viel Angst er gehabt haben muss, wie unsicher er war. Er musste seine Familie zurücklassen, ohne zu wissen, was wird.
Wir sitzen hier in diesem luxuriösen Bus mit unseren Handys. Wir reden, wir sind fröhlich. Wir sind seine Nachkommen. Wir sind hier, aber er ist so nicht gereist. Für die Angehörigen ist die Reise, organisiert von der FU Berlin und der polnischen Stiftung Fundacja Tres, eine Chance, die sie gerne ergreifen, aber auch eine Herausforderung. Ich war noch nie in Polen. Polen ist eine andere Geschichte, auch für mich. Er wurde in Polen ermordet mit 200 anderen. Es war ein Massaker. Man hat mir erzählt, es waren Polen, die die Juden verraten haben. Sie sagten, da sind die Juden. Er fährt mit gemischten Gefühlen nach Polen, erzählt Leo. Doch er will erfahren, wohin der Weg seines Großvaters führte. Das Gebetbuch seines Vaters Siegfried Jaffe hat Elazar aus Israel mitgenommen. 80 Jahre hat das Buch überdauert. Sein Vater damals 15 und sein Großvater waren orthodoxe Juden. Über Nacht zwangen die Nazis sie in einen Zug Richtung Polen. Der Zug fuhr an einem Schabbat, an einem Freitagabend. Mein Großvater und mein Vater waren orthodox und sie feierten Kaddusch. Die Gebete ohne Wein. Mein Vater erzählte, dass es sehr traurig war. Eine Begegnung, die sein Vater Siegfried in Spongin erlebte, erzählt er, schrieb Zeitgeschichte. Da war ein Koch im Flüchtlingslager. Der war der Vater von Herschel Greenspan. Und sein Sohn hat das Attentat auf Von Rath in Paris begangen. 1938 lebt der 17-jährige Herschel Greenspan in Paris. Er erfährt dort von den Zwangsdeportationen seiner Eltern und Geschwister unter den tausenden ausgewiesenen Juden. Historiker meinen, Greenspan wollte die Weltöffentlichkeit aufrütteln und erschießt dort den deutschen Diplomaten Ernst von Rath. Das Attentat dient den Nazis als Vorwand für die Novemberpogrome mit brennenden Synagogen. Das Gebetbuch, Begleiter seines Vaters ein Leben lang. In Polen ergattert sein Vater 1939 einen der wenigen Plätze für einen Kindertransport nach Australien. Er geht allein und ohne Familie an Bord mit weiteren 20 Jungen. Mein Vater erhielt, und ich muss wirklich sagen, es rührt mich sehr, Briefe von seinem Vater. Er bat ihn, Jude zu bleiben und die Religion zu praktizieren, den Schabbat zu beachten. Und mein Vater hat mir immer erzählt, diese 20 Jungen, als die auf das Boot kamen, haben sie alles weggeworfen, ihre Gebetsbücher etc. Sie wollten nichts mehr damit zu tun haben. Mein Vater hat es all die Jahre aufbewahrt. Spongin, der Bahnhof, die Halle. 1938 das Zentrum des Geschehens. Heute erinnert eine Ausstellung daran, Begegnung mit der Vergangenheit. Der Bahnhofsvorplatz, die Gebäude, alles steht fast unverändert. Damals wird der Ort zum provisorischen Flüchtlingscamp. Unter den Gestrandeten 1938 der Geiger Max Karp aus Berlin. Er schreibt von hier an einen Verwandten. Das Gedränge auf dem Kasernenhof und in den Baracken wurde immer stärker. Fast den ganzen Tag irrte ich unter schwerster seelischer Depression umher. Ich fand nirgends Ruhe. Infolge der Strapazen und des ungeheuren seelischen Kummers gab es hier viele Tote, auch durch Selbstmord. Auch Siegfried Jaffe, verletzt durch Schläge von den Gewehrkolben der Wachmannschaft, landet hier. Ein Junge am Ende seiner Kraft. Nicht verloren zu gehen, war mein einziger Gedanke. In Polen, dem sogenannten Niemandsland, wurden dann sofort Hilfsaktionen in die Wege geleitet. Ich wurde kurz behandelt, die Schmerzen am Kopf ließen nach, aber auf der rechten Seite hatte ich im Gehör ein dumpfes Gefühl und konnte schlecht hören. Das Postamt von Spongin. Von hier aus gehen 1938 Hilferufe, Briefe, Telegramme an Angehörige in alle Welt.
Pakete treffen ein, auch für Gerhard Klein aus Berlin, der mit seinem Vater hier ausharren muss. Meine Mutter hat uns auch Pakete geschickt. In einem dieser Pakete war zu unserer Verwunderung und zu unserem Unverständnis eine Krawatte drin. Und auf einem dieser Symbole von der Krawatte hatte meine Mutter eine Krawattennadel versteckt. Und so hatten wir durch diese Krawattennadel, die mein Vater in Geld umsetzen konnte, in dieser kleinen Stadt, haben wir wieder eine Zeit lang zu leben gehabt. Wie groß die Not der ausgewiesenen Menschen war, das hat Ovo Senon, der Sohn des polnischen Postbeamten, heute 90 Jahre alt und damals 9, gar nicht begriffen. Als Kind folgte er seinem Sammlerglück. Die Briefe haben sie auch geschickt, nicht? Auch nach Palästina, nach USA und bekommen auch Briefe von da. Nicht? Und weil ich Briefmarkensammler war, nicht? Dann habe ich manchmal auf der Straße gestanden. Und bitte, das habe ich so schon ein paar Mal gemacht, bitte eine Briefmarke, wenn jemand ist, ein Jude ist gegangen, dann bitte sie, die sind stehen geblieben, haben gesucht, den Brief haben sie ausgerissen und haben gegeben. Die aus Deutschland Vertriebenen müssen am Ende auf ihren polnischen Pass setzen. Sie telegrafieren an den polnischen Präsidenten am 8. November, einen Tag vor der Reichspogromnacht. Wir sind polnische Bürger, die auf allerbrutalste Weise von der Grenze des Deutschen Reiches deportiert wurden. Seit 10 Tagen werden wir zwangsweise in Zborzin festgehalten, unter entsetzlichen, unerträglichen Umständen. Retten Sie unsere Kinder und Alten vor dem Tod und geben Sie uns unsere Freiheit zurück. Und es dauert dann einige Tage, dass vor allen Dingen die polnisch-jüdischen Hilfsorganisationen aus Warschau kommen und eine Hilfsstruktur aufbauen. Auch das polnische Rote Kreuz ist in diesen ersten Tagen beteiligt. Und es sind dann aber vor allen Dingen auch die Einwohnerinnen und Einwohner in Zborzin, die reagieren. Und dieser Akt der Menschlichkeit, der sich dann da zeigt, den finde ich sehr beeindruckend. Den finde ich auch im Rückblick sehr beeindruckend. Die Leute, das war, die haben... Erstens, die haben geholfen, in allen, die Schüssel gegeben, was zum Tragen, Wasser, Eimer und alles haben sie geborgt. Und viele im Ort, auch sein Vater, boten den Menschen in ihren Häusern ein Notquartier. Auch die Familie von Simon Berger half den damals Heimatlosen. Simon Berger ist polnischer Jude, überlebte Auschwitz. Seine Frau Rita hat er erst nach dem Krieg kennengelernt und erst dann erfahren, dass auch sie durch die Polenaktion aus Deutschland vertrieben wurde. Wir haben eine Villa gehabt, outside of Lodz, die mein Großvater gebaut hat. Da waren 65 Einwohner im Sommer. Und die deutschen Juden sind gekommen, haben wir nicht mehr verrentet für den Sommer und wir haben denen gegeben die Wohnungen. Die haben gedacht, sie sind Deutschen, weil wenn sie nach Deutschland gekommen sind, sind sie Kinder gewesen. Die haben die Sprache gesprochen, kein Polnisch gesprochen und keine andere Sprache gesprochen. Rita Adler ist 9, als ihre Kindheit endet. Die ganze Familie aus Berlin deportiert. Nur wenig später verliert sie den Vater. Wir waren in der Stadt in Dünnhof. Mein Vater hatte die Tante dort. Und wo der Krieg ausgebrochen hat, die Deutschen sind reingekommen. Und dann war es, wo sie die Männer zusammengenommen haben, die jüdischen Männer. Und mein Vater war darunter. Und am nächsten Morgen haben sie, da waren 200 jüdische Männer dort, haben sie alle ausgeschossen. Der Rest der Familie kann sich retten. Auch Gerhard Klein entkommt den Nazis. Von Polen aus gelingt ihm die Ausreise nach Israel. Doch seine Eltern sieht er nie mehr wieder. Als die Deutschen in Polen einmarschiert waren, sind meine Eltern geflüchtet nach Częstochowa, das war ein Wallfahrtsort in Polen. Und von Polen aus sind sie den Gang vieler Juden nach Auschwitz gekommen.
Von denjenigen, die in Polen geblieben sind, haben die meisten nicht überlebt. Von denjenigen, die noch es bis Westeuropa geschafft haben, aus Polen noch mal hinaus, die sind dann in den Jahren 40, 41, 42 dort von den Deutschen eingeholt worden und wiederum in die Vernichtungslager nach Polen deportiert worden. Ihre Väter, Mütter, Geschwister schleppten sich zu Fuß kilometerlang durch das Niemandsland bis hierher ins polnische Sponjin. Nun haben sich ihre Angehörigen auf den Weg gemacht. Die Familiengeschichte treibt sie alle um. Es ist kalt und nass, damals wie heute. 80 Jahre später lässt sich nicht nachempfinden, was sich hier in den Straßen abgespielt haben mag. Elazar Jaffe sucht das Quartier seines Vaters Siegfried und wird fündig. Wahrscheinlich war das die Adresse. Dort hinten haben sie gewohnt. Das sieht nach dem alten Haus aus. Fragen Sie mich morgen, ob ich traurig oder glücklich bin. Ich weiß es nicht. Aber bei all den Zweifeln, die ich hatte, ob ich hierher kommen soll oder nicht, muss ich sagen, kein Zweifel. Ich bin glücklich, hier zu sein. In der Nummer 5 fanden sein Vater und sein Großvater nach der gewaltsamen Ausweisung einen ersten Unterschlupf. Sein Vater hat das Grauen überlebt. Elazar betet für dieses Wunder, wie er sagt. Mein Vater würde sagen, du bist verrückt, hierher zu diesem Haus zu kommen. Er würde mir nicht glauben, dass ich den ganzen Weg hierher gereist bin. Also, wenn wir uns sehen im nächsten Leben, er wird erstaunt sein, dass ich hier war. Die jüdischen Gäste empfängt der Bürgermeister von Sponjin. Polnische Gymnasiasten haben für die Gedenkfeier eine Aufführung einstudiert. Sie singen auch auf Hebräisch. Schma Israel, das jüdische Glaubensbekenntnis, ein besonderer Moment für die Gäste, die ihre Angehörigen erinnern. Besser als ein Denkmal oder eine Gedenktafel ist dieser Auftritt der Studenten. Besonders, wenn das von Generation zu Generation weitergeht. Das ist das beste Gedenken. Aus dem Polnischen Institut für Nationales Gedenken das alte Registerverzeichnis von 1939. Die von Deutschland nach Sponjin ausgewiesenen Juden sind hier aufgelistet. Die Veranstalter verteilen Fotokopien, Auszüge mit ihren Namen. Die Angehörigen suchen. Leo Adler kann seinen Großvater nicht entdecken. Andere werden sofort fündig. Und dann entdeckt Enkelin Ellen ihren Großvater doch noch. Adler, Hirsch Laser. Laser, der hebräische Name für Leo, wohnhaft in Berlin, Prinzenstraße 73. Auf dieser Liste kann man sehen, dass er eine Bedeutung hat, eine Karriere. Es ist großartig und auch der Auftritt der Studenten war sehr gut. Ich habe vorhin im Bus gesagt, dass es schwierig für mich war, nach Polen zu kommen. Diese Studenten haben zumindest diesen Teil für mich verändert. Ich bin glücklich, dass ich gekommen bin. Auch in Deutschland gedenken Bürger der sogenannten Polenaktion. Es ist kalt und neblig im sächsischen Plauen, wie damals 1938. Von Plauen aus werden 85 Männer, Frauen, Kinder nach Polen deportiert. Kaum einer hat überlebt. 80 Jahre später erinnert man an ihre Namen. Familie Neumann, Wedinstraße. Tau war 48 Jahre mit ihren beiden Kindern, Frimeda 15 und Ludwig 13 Jahre. Zur gleichen Zeit organisiert die rechtsextremistische Partei der Dritte Weg einen Zug durch Plauen. Die Parolen sind bekannt. Laut Verfassungsschutz orientieren sich die rund 500 Mitglieder der Partei am Nationalsozialismus. Ein Fackelzug von Neonazis. Das Motto: Wir bringen ein Licht in das Dunkel der Zeit.
Das Gegenteil trifft zu für die, die das 1933 am eigenen Leib erlebten. Da sah ich den Fackelzug von den Nazis zu diesem 30. Januar, als Hitler an die Macht kam. Es muss mich so beeindruckt haben, dass ich heute Fackelzüge nicht sehen kann. Immer, ich kann es nicht sehen. Immer wieder kommt mir das Bild vor, wie die Nazis, wie die SA in Uniform marschiert ist mit Fackeln in der Hand. Wir führen die Flamme, die dieses Volk im Feuersturm erwachen lässt, hatte die rechtsextremistische Partei in Plauen angekündigt. Es bleibt ein Marsch von 150 Personen. Nie wieder Faschismus, rufen die Bürger, die zur Gegenveranstaltung kommen. Doch weder Landratsamt noch Verwaltungsgericht untersagten den Fackelzug. Da half auch das sensible Datum nicht, klagt der Bürgermeister. Ich finde, es ist ein verheerendes und katastrophales Symbol, dass man so eine Demonstration, so einen Fackelzug hier zulässt. Auch hier in Plauen rede ich mit Bürgern, ältere Bürger, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die auch die Prokrumnacht erlebt haben, die auch erlebt haben, wie die Plauener Synagoge gebrannt hat damals und dass die Feuerwehr nicht eingeschritten ist. Und für diese Menschen so ein Fackelumzug eine Zumutung und ist eine Verhöhnung der Vergangenheit und Verhöhnung der Opfer. Die sogenannte Polenaktion von 1938 trug die Grundzüge der späteren Deportationen. Und trotzdem bekommen die wenigen Überlebenden oft keine Entschädigung dafür. Sabina, die Frau des von Nazis ermordeten Leo Adler, stellt 1957 einen Antrag auf Entschädigung für die Berliner Wohnung in der Prinzenstraße 73 und die darin befindlichen Wertgegenstände. Doch das Landesfinanzamt schreibt: Mit der sogenannten Polenaktion waren keine Vermögenseinziehungen verbunden. Die teilweise erfolgte Versiegelung der Wohnungen bedeutete keine Beschlagnahme, sondern bezweckte nur die Sicherung des Vermögens. Ich bedauere, unter diesen Umständen beantragen zu müssen, den Einspruch abzuweisen. Für den Schaden in beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen erhält Sabine Adler eine Rente. Doch generell behalten die Ämter im Nachkriegsdeutschland die Argumentation der Nationalsozialisten bei. Weil es sich bei den Juden aus Deutschland um polnische Staatsbürger gehandelt habe, sei die Ausweisung eine korrekte polizeiliche Maßnahme gewesen. Es gibt Fälle, in denen insbesondere Überlebende, die juristisch gebildet waren, denen ist es gelungen, noch eine relativ hohe Entschädigung zu erhalten. Die wenigsten sind allerdings tatsächlich für die Polenaktion und den Verlust des Vermögens in der Polenaktion, sondern für spätere Verfolgungserfahrungen entschädigt worden. Es gibt ganz oft den Hinweis in den Akten, dass die Polenaktion kein nationalsozialistisches Unrecht gewesen sei und deswegen diese Ausweisungsaktion selbst nicht entschädigt wird. Das klingt zynisch. Das ist zynisch, natürlich. Das bedeutet auch, dass die Menschen, die 1938, 39 ihr Vermögen verlieren, die niemals wieder an das Vermögen, das sie im Reichsgebiet hatten, anknüpfen können. Siegfried Jaffe gelingt es 1938 als 15-Jähriger mit einem Kindertransport über London nach Australien zu fliehen. Gerhard Klein kehrt 1952 aus Israel nach Deutschland zurück und wird Chef des legendären Kapitolkinos in Berlin. Leo Adler wird 1939 in Polen von der SS erschossen. Auch der Geiger Max Karp entkommt den Nazi-Schergen nicht. Er wird 1940 im KZ Sachsenhausen ermordet.